Hallo und herzlich willkommen zu meinem Walkthrough von Pillars of Eternity 2. Heute sind wir auf Fort Deadlight und kümmern uns um die Quest Burn the Man Down. Diese Quest haben wir in der letzten Folge von Captain Ferrante bekommen und ich bin schon mal dorthin gerudert und dann machen wir uns mal auf den Weg nach Fort Deadlight rein. Man hat jetzt hier zwei Möglichkeiten, direkt anzugreifen oder sich heimlich anzuschleichen. Ich glaube, dass man es nicht überleben wird, wenn man direkt angreift. Deswegen schleiche ich mich natürlich erstmal einfach an. Und wir konnten ja Seraphon in der letzten Folge rekrutieren. Und der gehört noch gelevelt. Seraphon wird jetzt mein Stealth Guy und von den Fähigkeiten bekommt er als erste Fähigkeit Blooded. Das heißt, er macht mehr Schaden, wenn er wenig Leben hat. Als nächste Fähigkeit kriegt er die Cypher-Fähigkeit, dass Afflictions länger wirken, Lingering Echoes. Für Level 4 kriegt er jetzt zwei Fähigkeiten, natürlich Barbaric Blow, dann später abgegradet in Barbaric Smash, unser Hauptangriff, und von der Cypher Seite Biting Whip, die Soul Whip, abgegradet. Zwei sehr wichtige Upgrades. Ja, und dann noch Level 5. Und da geben wir eben Two-Weapon-Style, denn auch Seraphon wird mit zwei Waffen kämpfen. Und zwar ab jetzt. Gut, dann geht's hier rein. Man muss nur die Mauer hochklettern. Dann ist man im Inneren von Fort Deadlight. In meinem ersten Playthrough habe ich das ein bisschen falsch gemacht hier, habe ziemlich schnell die Piraten angegriffen und musste am Ende das komplette Fort zerlegen, jeden drin töten. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, dass man hier durchkommt, ohne auch nur mit einem zu kämpfen. Und genau diese Möglichkeit, die möchte ich euch zeigen. Wir befinden uns jetzt hier in den Dungeons und aus denen müssen wir jetzt erstmal raus, somit auf den Vorplatz des Forts. Wir werden jetzt hier auch, wenn wir noch weiter nach rechts gehen. Ahoy, Captain. I've got to come clean about something. Now be as good a time as not. Much as I hate Benwith, the main reason I signed up with you were to get here. To get a chance to look for a man named Romaro. Now that'd be a longer story than we've got time for. Quick of it be that Romaro's in trouble. The Principe have sent a ship hunter after him, and I've got an evening and a half to find him first. I didn't see his ship, so probably not. But mayhaps we could keep a weather eye open for clues to his whereabouts. Jo, also wir treiben hier auch noch gleich die Quest von Seraphon vorwärts. Er sucht Romaro, was ich ganz lustig finde, weil er so ähnlich heißt wie mein Charakter. Romora. Und da werden wir hierzu auch noch einiges finden. Wie gesagt, erstmal müssen wir den Weg hier herausfinden. Wir werden jetzt danach gleich von Wachen entdeckt und aus dem Dungeon geschmissen und kommen damit dann im Vorhof raus. Hold it right there, lovesome. If you ain't one of Benmouth's own, you can't, but then you also know I'll be showing you.
Fort Deadlight ist eigentlich auch gar nicht so klein, also es hat extrem viele Räume, Ebenen, Zimmer, gerade wenn man den Weg geht, dass man hier wirklich alles tötet, da ist man ganz schön lang am Rödeln, bis man das alles durch hat. Deswegen habe ich auch hier in das Video nur diesen kurzen Weg aufgenommen und das geht dann eigentlich auch recht fix. Ich glaube, innerhalb von 20 Minuten ist man mit der Quest durch, wenn man sie richtig macht. Ben West's crew lashed me up to be, and I quote, a deterrent to insubordination. It's shark shit. All I did was filch one of their horns and blast it to start lung with. I wanted to see her get all worked up. Well, sure. But shouldn't you know this on account of you being a captain? Someday you're going to be having a really good dream about a pretty lass who's still got all her eyes and teeth giving you a blow kiss. Then you're going to wake to me standing over you with a knife. Die Information, die man jetzt hier von Scatwin bekommen hat, die braucht man für den bösen Weg. Also ist jetzt für uns eigentlich eher irrelevant. Das Wichtige, wo wir jetzt hin müssen, das ist da, wo wir jetzt auch eh schon davor stehen. Das ist vor dem Court. Der Court ist so das Art des Wirtshaus hier in Fort Deadlight. Und da kriegen wir jetzt einen Questgeber, der uns sagt, wie man die Quest ohne Schaden auszuteilen, durchbringen. Captain, before I go introducing you to Ciri, I should mention something. I might have said things to Ciri when I last dropped anchor at Deadlight. Just lover's words, savvy. But I can't say I rightly lived up to him. I ain't saying it's a problem, just a possible wrinkle in the old charts. All I'm saying is, you see her go for a pistol, you best step away from me. Gut, und gleichzeitig treiben wir auch noch die Personal Quest von Seraphim hier weiter. Und zwar auch gleich als allererstes, indem wir hier mit Ciri sprechen. Eine Verflossene von Seraphim. Finally washed back up ashore. Ahoy there, Ciri. Miss me? Did I miss you? Like a fish misses water, you gutless bastard. For the first few weeks, anyhow. Till it turned to confusion and worry. You said you'd write every night, didn't you? Then where were the birds or the boats with your poems and pages? You saying our pirate's a poet? Ciri, sweet honeyheart, oh, I scribbled you missives day and night. Declarations of passion, sonnets in songs. Or on account of me being at sea, I never had the opportunity to post them. Oh, I'm certain. I'm certain I should believe every word of that blarney. About as certain as I am that you're a snake-tongued philanderer worth little more than a tug in the rug. I plundered you up a pair of fine, very fine, snakeskin boots with that tooling you like round the cuffs and all. But the gentleman sprung a leak and they ended up thoroughly sodden. Tell her, Cap. I take it your mother never learned you what a fool notion it is to cross an oarland scorned. Ah, balls. We be in for it now. Ye can't just go showering a lass with wild flowers and filling her head with verse if you're planning to ship out and never see her again. Ye've been lucky thus far, you know. I'm of half a mind to call ye out, and I'm no worse than many with a blade. Least then, perhaps, you'll give me a lick of satisfaction. Aye, Captain.
I'll be truly sore and sorry, lass. Sorrier still than that. I won't go spinning no yarns about being married to the sea or coming home to you someday. I ain't that gentleman, nor never will be neither. All's I can promise you is that what be broke in me there ain't fixing for. I'll be a right sad fuck. And there ain't nothing to account for it but me. That I can understand. I'm not forgiving you, you lick now. I won't go seeking for your blood, neither. Now, why don't you be telling me what you want so I can be shot of you for good? Aye, lass. The captain's got an ask or two about deadline. But first, I need to know. You remember Romaro? Sail with me on a sorcerer. Aye, I remember Romaro. You think I've gone wet in the head or something? Your words have always been as flowery for him as they were for me. It weren't so long ago he shipped out, come to think on it. Can't rightly say. Left in a hurry, I think. Or at least he were here one day and gone the next. Not that he ever mixed much with the sods here. Whale tells you, let me know. Rumour were he went mutinous. Oh, sideways pickle or shit and a half. Wait till I find a whale fuck mother spreading this rancid shit. Teach them the very meaning of keelhaul, I will. Don't know the truth of it myself. Might have been Romaro himself started the rumours. Gave him his privacy, certain. Even here, mutineers make no friends. Give my thanks, lass. Truly. And many more besides. I'll keep it in your pantaloons, you randy swab. You had any other questions, Captain? Happy to... You don't know? That's so, I'm thinking it's not my place to tell you. Nay, matey. It's Seraphim's tale to tell if he's the notion. My lips aren't so loose as you may have heard. Were there something else you wanted? That rotten fuck what brought you to Fort Deadlight? I hope you're looking to rough him round a bit. Maybe dangle him over the bulwarks. Benworth blows into Deadlight, he mostly stays locked up in his quarters. A few whores in his bunk, and a whole mess of muscle outside his berth. He's so protected, you'd think he'd got flawless diamonds betwixt his legs, instead of the pair of sweat, wet, rotten figs he's got. Suppose the price of being a first-class arse like Benworth is living in fear of someone slitting your gizzard. Aye, mate, as you please. Puh, jetzt sind wir durch dieses lange Gespräch durch, aber kommen sofort zum nächsten. Mirke ist jetzt unser Questgeber hier eigentlich. Oder unser... Aye, you're likely to find him here from time to time. At the moment, he's staying up top at Aldi's private quarters. Well, they're real nice. Oh, you meant because the captain's second in command at Aldi's. When she's off plundering, it's him who runs the deadlight. Ben's locked down the inner halls in the upper ramparts. No one but his own crew's allowed within. He's temping the fort down because he doesn't want to get in trouble with Aldi's again. Last time, we might have got too rowdy, but executing all those political prisoners sure was fun. And why would you want to be doing that? So long as it stays between just you and him. Ben loves him some good festivities. Blood or booze doesn't matter so long as it's flowing freely. That's why Aldi's is always having to rein him in. Long as it don't get too out of hand, the captain will probably join us rather than shutting things down. I know how to get us started, but you'll be doing the legwork. Seeing as I don't fancy a punishment should the captain get mad. The more booze, the rowdier we principally get. The better the booze, well, that's when the real fun starts. I happen to know. Deadlight's recently received a shipment of excellent God Killer's rum. It's reserved for Aldi's private stock. Snatch us a barrel, will ya? They're outside on the eastern ramparts at the base of the crane. Careful, though. The stairs will be guarded by Benworth's own crew, and they're in a sour mood. He'll savor and guzzle it with the rest of us. Then later find someone to blame. Most direct route to the ramparts is up the stairs by the eastern towers. Ancret's on post there. She's a bit of a gambler, likes a good bet, but loses more than she ought.
Oh yeah, Snake Guy's got her for quite a lot of coin. Seems he's good at rigging, and I don't mean sales. I'm listening. Na endlich. So, jetzt sind wir durch. Also, Benwert hat sich oben im Raum eingeschlossen und wir müssten hier unten schon eine riesige Party schmeißen, dass er runterkommen würde. Dafür brauchen wir aber natürlich extrem guten Rum, der zufällig gerade angeliefert wurde, aber sehr gut bewacht wird. Er befindet sich da so im zweiten Stockwerk und der Weg da hoch wird von einer Wache, der Ankret, bewacht. Das ist hier so ein bisschen rechts rauf. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, Ankret abzulenken. Erstens, man schmeißt hier oben auf das Ding, das hier am Kran hängt, möglicherweise ein Messer oder einen Feuerball, dann fällt es runter und macht so einen Krach, dass dann Ankret angelaufen kommen würde. Oder man quetscht einfach mal mit Snake aus Condon. Because accusations such as that are likely to see you whipped and pickled, my mate. You're wanting to stir up trouble, but I know you got nothing on me. Sod off afore I remove you. That she does. She's my biggest loser, hence the name. It's a shame, really, how she always fumbles the dice. It's because she's got those burly hands, surely. Takes odds to win, but she couldn't roll a seven even if our brutal captain put a pistol to her brow. Gut, und wenn wir jetzt mit Ankret reden, nachdem wir die Meinung von Snake Eyes eingeholt haben, und wenn wir Ankret jetzt sagen, was, Ankret von, was Snake Eyes von ihr hält, dann verlässt sie ihren Posten und fordert ihn heraus, und wir können hier einfach durchgehen. It's that bloody fucking die of his. I knew it. I'll put a whinger through his nose holes. See what he says then. Gut, jetzt ist der Weg frei. It doesn't sound like you come to settle your debt. So I've got a game to run if you don't mind. You lovely squid shit. I know about the rigged die. Ansonsten hätten wir sie herausfordern müssen und dann hätten wir alle Piraten in der kompletten Burg gegen uns gehabt. So, der Rum befindet sich jetzt hier in der Nähe des Krans. Hier noch nicht und auch nicht in der. Aber in der Box direkt unterhalb. Und ein bisschen gefährlich, wie man hier sieht. Hier sind ein paar Piraten, die bewachen den Rum. Es sind Benwets eigene Wache. Deswegen muss man sich hier ein bisschen rumschleichen und hier ist der Godkiller Swarm. So, somit haben wir den. Passt. Erster Teil erst einmal erledigt. Wir bringen das wieder zurück zu Mirke. Mal schauen, ob das schon ausreicht, um Benwet anzulocken. Might that be my sweetest new crony, bringing me a fresh cask of bitter booze? I tell you, John, I amaze my spirit if not my ship. What says you, lad? Only way to know for sure is to give it a taste, eh? Let's just have a quick squeak. Burning blast my bones, yeah! This'll sink the festivities into deeper waters, all right? Drink up, Tars, to all better friendship. So, die Party ist im Gang. Aber Benwet ist nicht aufgetaucht. Clearly the party's not wild enough yet. We need a bigger, wilder party if we want to whet Benwet's appetite. We get wild enough and you watch. Ben will even play us some tunes. That's his harpsichord over in the corner. Me and you, buddy old pal. We share the same soul, I think. What we need is some stew to match our spirits. But not just any stew.
It has to be cookie mana, specially spiced tea. What I mean is, it's got a phantasmal kick to it. Cookie's kitchens are in the northern side of the dungeons, beyond the powder stores, right in the belly of our fort. The lower floor's locked down, though, so sneaking past the guards might prove difficult. He stole it! No surprise there! And he plays it like a godsend from hell! Best thing I ever heard aside from a man's moans in the air. Did you know when you... Oh! We were discussing Benny's rapturous fingers. Not mine. He plays like a hurricane night after night. Louder we get, the harder he pounds those keys. He can't help it. A preening sprat. I'm listening. Gut, jetzt haben wir eigentlich zwei Informationen erfahren. Die erste Information ist, dass er gerne hier seine Orgel spielt. Und wenn man die anklickt, kriegt man auch die Möglichkeit, dass man eine Bombe in der Orgel hinterlegt. Und da könnt ihr euch ja ungefähr vorstellen, warum die Quest Blow the Man Down heißt. Also unser Ziel ist es, Ben wird anzulocken, dass er sich dann an die Orgel setzt, diese spielt und dann in die Luft geht. Die zweite Info, die wir bekommen haben, dass wir noch einen Eintopf brauchen, um diese Party noch viel wilder zu machen. Und diesen Eintopf, den gibt es bei Cookie Mana in der Küche und den holen wir uns jetzt. Die Küche befindet sich unten beim Dungeon. Das ist eigentlich da, wo wir vorher rausgekommen sind, ganz am Anfang. Und aufgrund dessen, weil wir hier jetzt oben schon die Party schmeißen, verlassen die Wachen. Das werden wir jetzt gleich sehen, in der Cutscene. Ihren Platz und wollen auch unbedingt mitfeiern und somit steht das Dungeon jetzt für unsere Erforschung frei zur Verfügung. Die laufen sogar direkt an uns vorbei und sehen uns eigentlich. Okay, auch recht. Genau. Da waren wir eigentlich schon. Und da unten haben sie uns dann rausgeschmissen, wo wir jetzt gerade reingekommen sind, und wenn wir jetzt hier nach rechts weitergehen, dann kommen wir in die Küche, also eigentlich jetzt schon. Und da ist auch Cookie schon. Und mit der haben wir auch nicht wirklich Probleme, sie zu überzeugen, dass sie ihren Eintopf rausrückt. What are you doing it? Only Benwith's crew has access to my kitchens. Not that I care really. Speak up so I can hear you. It's about time they sent someone for it. It only keeps for a fortnight. Let me add the special ingredient. Think I want to tattle on you? What do I care if you're looking to hang yourself? Sneak around enough where you ain't supposed. Ja, und das war mal kurz. Sehr schön. Hier noch alles einsammeln. Den Eintopf haben wir und wir können uns wieder in den Court aufmachen und dort nun endlich die Party feiern, die ganz wilde Party, die uns dazu bringt, dass Benwef aus seinem Zimmer runterkommt. Ich habe dann, nachdem das Video abgedreht war, habe ich noch komplett Fort Deadlight geplündert. Bin hier durch alle Räume durch, habe noch alles geholt, was auch total einfach ist. Insgesamt muss man auch noch einen Kampf, oder kann man einen Kampf durchführen, denn irgendwo sind quasi die persönliche Wache von Benwet. Das ist der einzige Kampf, das ist aber alles nicht mehr im Video. Außerdem findet man auch noch den Hinweis, den Seraphim über Remaro sucht. Leider diese drei Teile nicht im Video, aber das Video ist eh schon lang genug. Pardon my lack of wits. What says you, lad? Hurrah, yeah!
Things are all looking grand here, and they're about to get better. Distribute the snack. Eat hearty, you bone idle chums. Be merry and wild. I might be going cross-eyed. How many fingers am I holding up? Ja, und dort taucht Benwet auf, der Pirat, der uns ganz, ganz am Anfang des Spiels überfallen hat. Und wir bekommen unsere Rache. Quest completed. Blow the man down. Da wird Captain Ferrante aber stolz auf uns sein. Ja, gibt's noch was zu looten? Der hat hier noch eine Exceptional Leather Armor dabei. Sehr gut, die können wir auch sehr gut brauchen. Aber ansonsten war's das mit der Quest. Das war der friedliche Weg durch diese Quest. Wie gesagt, ihr hättet auch einfach alles hier drin töten können, euch durchschlagen können bis in das private Zimmer von Benwet und den dann töten, dann wäre diese Quest genauso zu Ende gegangen. Hätte wahrscheinlich sogar mehr XP gebracht, aber das ist jetzt hier der friedliche Teil. Ich hoffe, die Quest und dieser Durchmarsch hat euch gut gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge in Negataka. Bis dahin, ciao.